Das allseits beliebte Demo-Reaction-Format geht in die 33. Runde. Ich habe nicht mitgezählt, aber es ist halt eine Zahl, die gibt's wirklich. Du sagst es mit so einer krassen Überzeugung. Oh, hallo, schön, dass Sie da sind. It's all about sales, weißt du. Mal ein bisschen mehr Emotionen. Demo-Reaction, Mann, das ist the hottest shit. Demo-Reaction ist der hottest shit. Zumindest haben wir da schon hier und da mal positives Feedback bekommen. Kurzum, was tun wir? Wir gucken uns in 99% der Fällen Software-Demos an aus dem B2B-Bereich. Wir haben hier schon mal Oracle ERP angeguckt und noch so ein paar andere LMS-Sachen und so weiter. Findet ihr alles in der Playlist hier auf YouTube. Und wir beurteilen dann diese Demo nach den Maßstäben, die Jan und ich für sinnvoll halten, um zu sagen, okay, hat diese Demo jetzt wirklich eine Wirkung entfaltet? Hat die eine überzeugende Kraft? Ist die begeisterungsfähig und motiviert die am Ende vielleicht zu einer Veränderung im Verhalten, nämlich weil ich irgendwie jetzt Software kaufe oder was auch immer. So, darum geht's. Ohne jetzt hier das ganze Framework aufzumalen, dazu könnten wir tatsächlich auch mal eine Folge machen, aber das ist ein anderes Thema. Heute machen wir das auch. Das ist auch eine, ich sag mal, schon eine Demo-Reaction, aber es ist ein bisschen außerhalb der Norm, weil ich habe Jan dazu genötigt, dass wir Teile der Apple Keynote von der WWDC 23 uns da ein paar Sachen anschauen und das mal trotzdem an den Maßstäben, die wir an eine B2B-Software-Demo anlegen, mal parallel dazu machen und schauen, was bei rauskommt. Ja, genötigt, finde ich, trifft's. Und ich habe das Ding ja nicht gesehen, ne? Deswegen für mich ist das komplett jetzt alles neu, was gleich passiert. Aber du hast einen Plan, du guidest uns da durch und ja, ich reagiere dann einfach. Genau, also ich habe zwei Videos rausgesucht. Wir werden keins dieser Videos komplett gucken, weil es viel zu lang wäre und den Rahmen sprengt. Ich glaube, in der Summe werden wir uns vielleicht 5 Minuten angucken. Und zwar der erste Teil wird tatsächlich aus dieser Keynote sein, der vermeintliche Live-Moment, wo Dr. Cook auf die Bühne geht und sagt, guck mal, hier ist was Schönes. Und das zweite Video ist ein Ausschnitt aus einem Werbespot, der vermutlich kurz danach auch auf YouTube live gegangen ist, wo eine konkrete Sektion in diesem Video, das geht, glaube ich, 10 Minuten oder was, das aber am Ende oder im letzten Drittel, da gibt es einen Bereich, der heißt Technology. Also das YouTube-Video ist in Kapitel unterteilt und der heißt Technology. Und das fand ich besonders spannend, weil da natürlich vermeintlich die ganzen Features und Functions von diesem tollen Produkt, was wir uns gleich anschauen werden, es ist die Vision Pro, vielleicht habt ihr es ja schon gedacht, auseinandergenommen werden. Und da können wir mal schauen, inwiefern die es also schaffen, in diesem Technology-Bereich trotzdem die Kurve bekommen. Genau, also die beiden Sections. Ich lasse mich überraschen. Du lässt dich überraschen, alle, die uns zuschauen auch. Es geht los. Tab teilen. Ich muss dann nachher einmal shoppen und sharen und sowas, egal. Also, so, Audio ist auch mitgeteilt. Ich habe jetzt ganz bewusst mich dazu entschlossen, mal in dem Segment zu starten, was kurz davor kommt. Ich lasse mal jetzt noch offen, warum, aber es geht jetzt los. This will be available to our users this fall. Now, back to Tim. Not this time. Thanks, Craig. Today we introduced some amazing new Macs and showed you where we're taking the incredible software platforms that drive our products. It's already been a big day. But we do have one more thing. This is a day that's been years in the making. Also es ist hochemotional, ne? Dass er immer noch dieses Statement verwendet, weil da hat, also zumindest ich, mir geht's so, ich habe natürlich sofort noch andere Bilder im Kopf, weil das halt schon ganz lange denen ihr Ding ist. Und ich bin jetzt so emotional aufgeladen, so what the fuck, was kommt denn jetzt hier Geiles? Ja, also jetzt muss es aber rauslassen, ne? Mal unabhängig von dem, was da vorgekommen ist. Also, ja, jetzt aber. Genau, es ist wirklich faszinierend, muss ich einfach sagen. Wir gucken 20 Sekunden und da steckt schon so viel drin. Weil tatsächlich ist das nicht das Erste, was ich aufgeschrieben habe. Ich schreibe hier parallel so ein bisschen mit, was ich gerne erläutern würde. Ich fand schon auch diesen Übergang total smart. Und der ist übrigens auch im B2B-Software-Kontext total relevant. Eine nette Übung, die man mal machen kann, wenn man hier sich mal diese komplette Keynote mal anschaut, die geht ja 2 Stunden. Wie oft haben diese Menschen oder wie oft haben die in dieser Keynote einen Sprecherwechsel drin?
So, jetzt sagt er hier, okay, back to Tim. Und dann sagt Tim, hey, thanks, Greg. Really cool stuff, what we've built. Ne? Also die haben da eine richtig schöne Transition drin, wo du einfach das Gefühl hast, du wirst mitgenommen. Und außerdem ist es jetzt eben jetzt in diesem Fall der Tim, der jetzt hier spricht. Das heißt, also Sprecherwechsel ist häufig dabei und du bleibst einfach die ganze Zeit mit am Ball. Und das funktioniert wirklich großartig. Plus das, was du gesagt hast. Bitte? Du kannst die Aufmerksamkeit einfach hochhalten, dadurch, dass da sehr viel Interaktion wirklich, also nichts erzählt, ne? Außer dass sie da anscheinend eine Plattform haben und dann diese emotionale Einleitung macht und also das One More Thing haben die meisten schon mal gehört. Das One More Thing hat natürlich Wiedererkennungswert, das ist psychologisch natürlich total smart. Gleichzeitig, unabhängig mal davon, dass er diesen Trick hier nutzt, dass das Ankers, der schon vor vielen Jahrzehnten gesetzt wurde von Steve Jobs, die Art und Weise, wie er spricht, ist sehr bewusst. Er setzt seine Pausen, er benutzt starke Wörter, it has been a big day, Pause. So, da hast du einfach die Aufmerksamkeit, natürlich mit diesem super clean Look hier, schwarzer Hintergrund, nur drei Wörter an der Tafel. Also das ist natürlich sofort, ist einfach sehr aufmerksamkeitshaschend. Das müssen wir noch kurz bei stehen bleiben, ne? Das mit dem Sprechen gebe ich dir vollkommen recht. Also unabhängig davon, was du sagst, allein die Art und Weise, wie er das sagt, catch diese Attention und alle Augen auf ihn, ne? Weil, jetzt ist Ruhe, jetzt kommt was Wichtiges. Also er sagt sogar gar nichts und trotzdem hören die, also und trotzdem ist die Aufmerksamkeit bei ihm. Und das kannst du in jedem Pitch auch so einsetzen. 100%. Es geht weiter. I believe that augmented reality is a profound technology. Blending digital content with the real world can unlock experiences like nothing we've ever seen. So today, I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. And here it is. Tatsächlich würde ich diesen Teil gerne kurz überspringen. Da kommt jetzt Musik, man sieht das Produkt und so weiter. Da ist kein Talktrack. Hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung. Für unsere Zwecke würde ich das an der Stelle tatsächlich kurz mal überspringen. Macht das eine Sache? Also ich glaube schon, dass die vorher sehr lange geschliffen haben, was sie da sagen und wie sie es sagen, ne? Ja. I believe. Ja, ja. Also sehr starke Statements. Revolutionary. Vertrauensbildende Maßnahmen. Also wenn man jetzt so auf LinkedIn scrollt, dann ist ja schon wieder die Rede davon, dass die hier eine komplett neue Category aufmachen würden. Ja. Da habe ich jetzt noch nicht dazu vorgedrungen, warum das so sein sollte, aber so wie das hier alles aufbereitet ist jetzt schon, ne, und dieser Spannungsbogen und diese Wörter, die er verwendet, versetzt sich schon so ein Stück bei den Glauben, scheiße, egal was jetzt kommt, ich muss es haben. Genau. Eine Sache, die mir dabei kommt, wenn du jetzt, also ich will das jetzt hier, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint oder sowas, ne? Aber angenommen, wir sind jetzt irgendwie CRM-Vendor und wir sprechen mit einem Kunden, der ist vielleicht nicht so zufrieden mit seinem CRM und wir haben vielleicht ein besseres und tolleres und jetzt kommst du mit solchen Schlagwörtern an, ja, here's the one big thing, it's gonna be a revolution. Dabei wollen die vielleicht einfach nur gewisse operative Themen lösen. Ich glaube, das steht nicht so richtig im Verhältnis. Also man muss dann auch, ich behaupte, diese Wortwahl, die sollte dann vielleicht auch so ein bisschen dem Thema angepasst sein. Es gibt ja durchaus sehr innovative Softwarelösungen, aber sowas wie beispielsweise CRM, ERP hat ja schon einen starken Bekanntheitsgrad, wo ich jetzt nicht sage, wow, also daran habe ich einfach noch gar nicht gedacht. Weißt du, ab sofort ist alles revolutionary, weil jetzt überall AI drin ist. Ja. Also, und eine Sache, aber vielleicht eine wichtige Geschichte ist, also was war, also finde ich zumindestens, also Apple, die Leute, die Apple kaufen aus Überzeugung, die machen das meiner Meinung nach auch, weil sie sich eben so krass mit dieser Marke identifizieren. Weil es gibt keinen rationalen Grund, 1.500 € für ein scheiß Telefon auszugeben. Mhm. So, und deswegen, glaube ich, passt das schon zusammen. Ganz früher war das dieses Think Different, ne? So, und hey, ich bin anders, ich bin dagegen, ich stelle hier die Dinge in Frage und deswegen finde ich die geil. Nicht, weil die unbedingt immer die beste Technologie oder sonst irgendwas haben, aber weil ich mich da so hoch identifiziere und ich glaube, das ist in vielen Bereichen auch immer noch der Fall. Ne? Ja. Und dann resoniert das auch ganz anders. Also wir skippen jetzt mal die nächste Minute, das ist, glaube ich, sicherlich sehenswert für unsere Zwecke, so ein bisschen relevant. Jetzt wird hier das erste Mal wieder gesprochen und ein bisschen was gezeigt, das fand ich dann wieder
für unsere Zwecke hier ganz gut. That augments reality by seamlessly blending the real world with the digital world. It's the first Apple product you look through and not at. Vision Pro feels familiar, yet it's entirely new. You can see, hear, and interact with digital content just like it's in your physical space. And you control Vision Pro using the most natural and intuitive tools, your eyes, hands, and voice. With Vision Pro, you're no longer limited by a display. Your surroundings become an infinite canvas. Ja, also, Minority Report. Ja, klar. Also ich muss schon sagen, also du bist ja ein bisschen skeptisch. Ich bin sehr neugierig, aber das ist halt, darum soll es ja eigentlich nicht gehen. Die starke Sprache setzt sich fort, ne? Infinite Canvas, Limitless und so weiter. Und gleichzeitig, ich fand das ganz nett, er hat auch gerade auf das Problem mal aufgezeigt, was das Produkt hier potenziell lösen kann. You're no longer limited to a single screen. So, also das ist so, wie du heute mit digitalen Produkten arbeitest. Und morgen könnte das also so aussehen. Das ist eigentlich das typische Bridging. Problem aufzeigen und hier ist die neue Welt. Auch ein ganz klassisches Konzept aus dem B2B-Software-Demo-Bereich. Und was ich auch gut fand, das ist eher so eine sprachliche Sache. This is the first product you look through and not at. Auch das ist sprachlich total, also keine Ahnung, wie viele Copywriter dabei sind, wenn die ihre Keynote hier vorbereiten, aber es sind bestimmt sehr, sehr viele und sehr, sehr smarte und hochbezahlte. Aber das ist einfach ein sprachlicher Kniff, der total gut wirkt. Und das zahlt eigentlich auf das Thema, ich sag mal, Analogien, rhetorische Stilmittel, Metaphern. War jetzt keine Metapher, aber also das ist mein Punkt, ne? Rhetorische Stilmittel verwenden im Talktrack, um die Aufmerksamkeit und im Gehirn, also die Aufmerksamkeit auszulösen und im Gehirn so ein paar so Zellen losfeuern zu lassen bei den Personen, die dir zuhören. Ja, und er triggert auch die ganze Zeit dieses, du willst das haben. Ne? Also das, der ganz erste transkribierte Satz da unten, ja. Der hieß ja a new computer, was auch immer. Also irgendwas, das hat es noch nicht gegeben in der Form. Ja? Ja. Und das wiederholt sich ja die ganze Zeit, the first product, you look through and not at. Ja? Also dieses, ja, verdammt. Ne? Ja. Obwohl du, also jetzt mal rational betrachtet, noch nicht wirklich weißt, wofür du es dann tatsächlich gebrauchen kannst. Fair enough. Aber klar, also ich glaube, wenn du dir das Ding am Stück anguckst, dann bist du so, hast du den Flash auf jeden Fall. Also, geiler Shit. Im Sinne der Zeit würde ich jetzt mal folgenden Vorschlag machen. Wir haben jetzt ja schon einige gute Sachen hier diskutiert. Das geht jetzt auch so weiter und ich bin sicher, da ist weiterhin richtig geiler Scheiß dabei. Wir setzen jetzt hier mal einen Punkt und springen mal zum zweiten Teil. Dafür werde ich mal kurz das Tab wechseln, weil ich noch ein zweites Video gefunden habe, wo, das war nicht mehr die Keynote, sondern das ist im Prinzip, ich glaube, so eine Art Werbespot im Prinzip oder so ein Einführungsvideo. Nicht Teil der Keynote, geht hier 10 Minuten. Und da gibt es, das ist ganz interessant, die haben ja Kapitelmarken gesetzt. Ne? Also hier wäre eigentlich schon auch spannend, mal reinzugehen. Die Kapitelmarken sind nämlich die Use Cases. Also sie haben einerseits mal die Introduction, dann Use Case, Fotos und Videos, Entertainment, Work, FaceTime, Design. Und was ich jetzt aber total spannend finde, habe ich selber tatsächlich auch nur teilweise bisher geschaut, Technology. Habe ich verstanden. Ich muss jetzt mal kurz fragen, du bist ja so ein Google-Phone-Nutzer. Und du hast am Anfang auch gesagt, also wir äußern uns auch mal konstruktiv. Gibt es eigentlich was Konstruktives hier zu erzählen? Weil bis jetzt sind ja nur Lobeshymnen auf Rhetorik und Sprache. Und Ja. Also ich hatte einen Gedanken beim ersten Schauen von der Kameraeinstellung, als du Tim Cook gesehen hast. Wir hatten das beim Demo-Reaction-Video von der, ach, jetzt hilf mir kurz, wie heißt sie doch gleich, die Gründerin von Demo Desk. Wie heißt sie doch gleich? Ja, genau. Ja, also. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Verena? Nee, naja. Veronika. Da war einer unserer Kritikpunkte, und das war auch eine super Demo von der Veronika, ne? Da haben wir auch ein Demo-Reaction-Video schon gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen.
Die Veronika hatte aber so ein bisschen manchmal den Hang hin zu, es fühlt sich an wie abgelesen, auswendig gelernt und so vorgetragen. Und also ich habe dem, der Vergleich ist natürlich jetzt auch vielleicht auch unfair, aber dem Steve Jobs auf der Bühne, wenn der emotional wurde, habe ich das einfach mehr abgekauft. Da habe ich das nicht in Frage gestellt, ob er das ernst meint. Beim Tim Cook, der hat dann manchmal, der hat in seiner Körpersprache hat er so einen kleinen Knicks drin und er guckt so in die Kamera und ich finde, das hat, er hat das natürlich geübt wie ein Profi. Wahrscheinlich hat er das 20 Mal vorher geübt mit irgendwelchen Coaches und so weiter. Ich finde es nicht ganz so rund. Es wirkt zu krass einstudiert. Aber es ist halt, ja, was soll ich sagen? Kritik auf Fuß. Also, wenn du sagst, wirkt krass einstudiert, dann fehlt dir so ein bisschen das Authentische. Also, ja, wenn du ja, sagst, genau. So, ich glaub's dir nicht ganz. Ja, genau, ich glaube es dir nicht ganz. Also auch gerade so sein Gesichtsausdruck in der Kombination mit diesem kleinen Knicks, den er da macht. Schade, wir sind jetzt schon wieder draußen, weil es ein anderes Video ist, aber wenn ihr zurückscrollt, dann seht ihr das. Da fand ich kurz so, wirkte für mich so ein bisschen wie geschauspielert in dem Moment. Hm. Aber das ist sicherlich das auch ist der ein persönliches Empfinden, ja. Das auch ja, so vielleicht ist persönliches hast du denn was bisher? Ja, ich meine, wir müssen ja ein bisschen abstrahieren, weil das Produkt, würde ich sagen, stellen die primär auch mal für den Privatnutzer vielleicht ja, vor. Das ist ein Produkt. Ja, ich meine, okay, bei dem Preistag, der dann später, den die Leute später noch zu sehen kriegen, sieht man das vielleicht nicht mehr dann ganz so. Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, das jetzt zu abstrahieren. Aber ich glaube, dass du schon noch ein bisschen stärker auf den Problemen hättest rumreiten können. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt nur einen Ausschnitt gesehen. Aber welches wirklich relevante Problem wird da gelöst? Was sind die echten Use Cases, aus denen echte Mehrwerte entstehen? Und vielleicht war das auch dann in dem Rest von dem Video noch drin und wir haben es jetzt einfach nicht angeguckt. Ja. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich es eben auf B2B übertrage, würde ich dann auch noch stärker halt die Persona ausspielen. Ne? So, ich meine, dieser eine Kollege, der da stand und sich diese Screens so angeguckt hat, da kann ich schon abstrahieren und sagen, hey, das könnten so Service-Center-Szenarien vielleicht sein, so dass du ja mehr Informationen schneller zugänglich, höhere Effizienz, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind hier ein bisschen stärker im B2C. Also Problem-Statement stärker, Personas und dann den Mehrwert, ja, weil es ist schon eher so ein Wellness-Produkt, ja, so ein nice-to-have-Ding bis jetzt würde ich, also bestimmt toll, ja, aber gehen wir zum letzten Teil. Hier dieses kleine Kapitel Technology geht auch nur anderthalb Minuten oder was. Schauen wir mal, wie Apple es schafft, hier sich von Features und Functions zu lösen oder auch nicht. To convincingly place content in your space took thousands of groundbreaking innovations and custom technologies. Since your eyes see the world with incredible resolution, we built a micro OLED display system that fits 64 pixels in the same amount of space as a single iPhone pixel and packs 23 million two-panel. Also ich finde es krass, Feature und Function. Ich finde aber die Geschichte, was sie gerade gemacht haben, das ist so wie beim iPhone und so, finde ich mega gut, weil das macht es mir leichter, das in meinem Kopf zu visualisieren, ne, und das irgendwie mal einzuordnen. Das ist ja so ein bisschen wie, früher haben die einen gesagt, 5 GB MP3-Player und Apple hat gesagt, 1000 Songs in deiner Hosentasche. Und du hast so, ja, alles klar, habe ich verstanden. Ja. Absolut. Um solche Größenordnungen irgendwie greifbar zu machen, ein Beispiel aus dem Alltag wählen. Die Größe von einem iPhone-Display kennt eigentlich jeder. Das heißt, den Vergleich hat jetzt eigentlich sofort jeder verstanden. Kannst du auch super im B2B-Software-Bereich machen, bei irgendwelchen komischen, abstrakten Dingen den Alltagsvergleich erzielen. Ja. Super, super rhetorisches Mittel. The size of a postage stamp. Dann nochmal. That's more than a 4K TV for each eye. Und nochmal. Giving you jaw-dropping, lifelike clarity. Apple Vision Pro also features our most advanced spatial audio system ever. Personalized sound is delivered directionally to your ear. And audio ray tracing uses sophisticated sensors to understand the materials and objects in your. Jetzt schon ein bisschen so, schon stark, so buzzword-heavy, ne? So sehr viele anspruchsvolle klingende Wörter in den Raum geballert.
noch nicht so greifbar, kommt vielleicht ja gleich noch. Ja, es ist halt ein Freizeitprodukt, oder? Bis hierhin. Und sie sagen dir jetzt, du hast ein mega audiovisuelles Erlebnis und kannst hier mehrere Ebenen so kombinieren, ja. Und ich, klar, da wird's, also ich würde das Ding auch mal ausprobieren, wenn es mir einer auf den Kopf setzt, ne? Aber Okay. ich würde Stand jetzt auf keinen Fall diesen Preis dafür bezahlen. Mal abgesehen davon, es wird, glaube ich, erst gegen Ende des Jahres überhaupt ausgeliefert. Also Ja. können alle entspannt bleiben. Machen wir weiter. Machen wir weiter. So sound feels like it's coming from the world around you. 3D mapping provides a detailed understanding of walls, furniture, and even people. So all experiences look, sound, and feel like they are physically there. To power a spatial computer like Apple Vision Pro required an innovative dual-chip design. M2 provides phenomenal performance, and a brand new chip, R1, processes sensor data at incredible speed, virtually eliminating lag. So experiences take place in real time, right in front of your eyes. Hier ist wieder schon das Problem Statement versteckt. Ne? Das Lag hast du ja, also ich kenne es noch damals, wenn ich hier Quake 3 online gespielt habe mit meinem 64K Modem oder was. Da war mal die Frage, wie schnell ist die Verbindung zum Server? Dann waren das immer so ein paar hundert Millisekunden, war nicht brauchbar. Also der Verzug zwischen es passiert und ich nehme es wahr. Ne? Manchmal ist es auch bei Spielekonsolen und so weiter. Also wenn man das Problem kennt, was, glaube ich, relativ im Consumer-Bereich relativ bekannt ist, dann versteht man, was mit dem Begriff gemeint ist. Und dann versteht man auch, okay, du hast hier keinen Lag. Das ist dann ein Problemstatement und gleichzeitig sozusagen wiederum diese Brücke in die neue Welt. Ja, wobei ich sagen muss, also die Einleitung war ja total Feature-Function-heavy. Ja. M2, Ja, R1, ja, ja. Prozessoren ohne Ende, was Ja, wir auch da für eine krasse definitiv. Meisterleistung. Also das interessiert mich ja wirklich überhaupt gar nicht, außer ich bin wirklich dieser Technik-Nerd und will wissen, wie das Zeug funktioniert. Da habe ich jetzt bei dem Video nicht so den Eindruck. Und deswegen könntest du es viel kürzer machen. Also könntest du eigentlich hiermit anfangen, ja, und dann könntest du sagen, dieses Problem wirst du mit unserem Produkt nicht haben. Ja, it is in real time. So, also ohne Zeitversatz. Und dann versteht es auch jeder und dann ist die Geschichte viel kürzer erzählt. Und dann finde ich sogar, also ich meine, visuell ist das alles krass gut gemacht, ja, aber das kann ich noch viel emotionaler aufladen. Also stell dir vor, du würdest den Moment in diesem Formel-1-Rennen verpassen, weil du den Versatz hast. So, das ist doch die Horrorvorstellung. Ich meine, klar, kannst du auch alles dann vor- und zurückspulen, kein Thema. Aber so, also damit könnte ich ja spielen. Ja? Das hier finde ich so, ja, hier ist so ein cooles Feature. Ja, und weil wir so viel geilen Techie-Scheiß gebaut haben, hast du jetzt da keinen Verzug. Also ich war schon weg. Bin ich ehrlich. Und ich würde mich als Technik interessiert bezeichnen. Ja. Und es ist ja, also das Storytelling ist jetzt zumindest in diesem Abschnitt nicht vorhanden, ne? Weil man, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, ne? Weil ich natürlich jetzt vorgescrollt habe in dem Bereich, der sich gerade Technology nennt, ne? Davor sind ja hier drei, vier, fünf Kapitel, wo es um die Use Cases geht. Gleichzeitig würde es sich meines Erachtens auch gut kombinieren lassen, weil Use Case mit Technology ist ja dann das, was am Ende die Power ausmacht. Von daher, deine Kritik kann ich akzeptieren. Schauen wir noch kurz den Rest hier an, aber wir machen gleich mal dann den Punkt hier. A stunning new way to use the apps we love. A powerful way to relive our memories. A profound new way to be together. And a magical way to be immersed in entertainment. The era of spatial computing is here. This is Apple Vision Pro. Ja, da kamen dann nochmal die Value Benefits wurden nochmal zusammengefasst. Ja, ich meine, das auch hier wieder, ne, neue Ära und ganz neue Art von Computing, vorher nie da gewesen. Und ich weiß nicht, ob die Aussage wirklich haltbar ist, wenn man das mal runterbrechen würde. Das ist ja so wie AI gibt es erst seit ChatGPT, das ist ja auch Schwachsinn. Aber sie bereiten es so auf, glaube ich, dass, also gerade wenn du da Fan bist und offen bist und auch hier Augmented Reality und so das vielleicht cool findest, ja, dann glaube ich, löst es schon so dieses. Darf ich auf keinen Fall verpassen, ja. Da muss ich dabei sein.
Jetzt haben wir nicht alles gesehen. Ich würde mir jetzt, also wenn ich jetzt ein Entscheider auf der anderen Seite wäre, ne, würde ich natürlich jetzt die Business Use Cases vermissen. Aber eben auch, okay, wenn das alles so neu ist und ich sehe da diese Leute mit diesen Brillen rumlaufen, wie funktioniert denn das wirklich im Alltag? Also so rennt ja keiner über die Straße oder sowas und guckt sich dann da Google Maps in seiner Brille an. Ne? Dafür sieht es vielleicht ein bisschen doof aus oder das ist peinlich oder keine Ahnung. Und werden solche Sachen auch adressiert? Ist es notwendig, solche Sachen zu adressieren? Ich glaube, Sie fokussieren sich sehr stark drauf, wir haben hier was komplett Neues kreiert und da musst du dabei sein, weil sonst gehörst du nicht dazu. Ja. Also wenn das Gefühl bei den Leuten entsteht, dann haben sie auf jeden Fall schon mal sehr viel richtig gemacht. Ich muss zur Verteidigung dazu sagen, das, was du gerade ansprichst, was passiert, wenn dann mehr als eine Person im Raum ist und so, da gibt es einen Abschnitt in der Keynote oder hier auch in diesem Video, wo sie darauf eingehen. Haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Technologisch, also ich bin ja auch durchaus Technik-Nerd, finde ich das schon extrem spannend, weil dieses Ding erkennt, wenn vor dir eine Person sitzt, dann wird es transparent, sodass die Person deine Augen sieht. Und du kannst aber auch die Person sehen, aber nur in dem Bereich, wo sich die Person bewegt. Also da ist schon eine Menge Shit drin. Ne? Also, ja, und ich bin sehr gespannt, das ist ja fair, ne? Aber also ich mache jetzt mal bewusst, ich würde das auch aufsetzen und ich würde das auch mit dir ausprobieren und man kann da bestimmt tolle Sachen machen. Und wir machen bei uns heute auch VR-Meetings mit Kunden und Workshops und Discovery. Also alles schon passiert, ne? Aber so what? Technologisch ist das total geil. Ja, aber also wofür brauche ich das Zeug denn? Ne? Also, ohne mich jetzt da dumm stellen zu wollen. Ja, ich nutze auch VR-Brillen, um PlayStation zu spielen. Und das ist der absolute Knaller. Ja? Aber so what? Ja? Vor allem bei dem Price-Tag, der dann am Ende noch kommt. Das ist ein bisschen weg jetzt von Demo-Reaction. Ich meine, heute vielleicht mal so ein bisschen eine spezielle Folge auch, weil es absolut eher so consumer-lastig ist. Ich glaube, die machen extrem viel richtig. Ne? Die sind rhetorisch gut. Die sind in ihrer Wortwahl gut, klasse Struktur, Wechsel von den Präsentatoren, also Aufmerksamkeitscatching ist, würde ich sagen, ziemlich, ziemlich gut. Und diese ganze Produktion, diese ganze Visualisierung, die ist natürlich schon auch geil. Ich glaube, wenn du in diesem Raum da sitzt und auch das Audioerlebnis und so hast, was da aus den Lautsprechern wahrscheinlich kommt, dann sitzt du da und denkst dir so, ja, bring mir die Brille. Hier ist die Kreditkarte. Genau. Shut up and take my money. Genau, wie du sagst, ein etwas anderes, in Anführungszeichen, Demo-Reaction-Video heute. Klassischerweise B2B-Software-Demos, die wir hier analysieren, so gerne auch deine B2B-Software-Demo. Wenn du sagst, hey, Tim, Jan, ich habe keine Scham, das mit der Öffentlichkeit zu teilen, schickt uns gerne euer persönliches Demo-Video. Wir werden dazu eine Reaction sehr gerne machen. Oder wenn ihr sagt, hey, ich brauche den geschützten Rahmen, möchte gerne sehr detailliertes Feedback haben. Jan und ich haben da über meine 49 Dimensionen haben wir mal erarbeitet, wie eine gute Demo aussehen sollte und geben euch da sehr detailliertes Feedback dazu, wenn ihr das haben möchtet. Und genau, also schreibt uns einfach an, auf LinkedIn ist am einfachsten und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, bis dann, bye bye. Ciao, ciao. Muss noch kurz den Knopf finden. Ja, such den Knopf, komm. Es oben.